Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Windcrafter. Wir haben in der letzten Folge diese wunderbaren drei Kühe besorgt. Es sind jetzt mittlerweile vier. Ich habe zwischendurch nochmal denen ein bisschen was zu essen gegeben. Und ja. Weil ich hier einiges rumgeprobiert hatte wegen dem neuen Auto, was ihr dann am Ende sehen werdet. Hoffentlich, vermutlich. Und ja. Und falls ihr Leute seid, die schon von vornherein, also oder beziehungsweise nicht die Folgen ganz gucken, könnt ihr ja kurz bis zum Ende spulen und euch das neue Outro gönnen. Ja. Das war halt so das, was ich jetzt die letzte Zeit so gemacht habe. Also die letzten paar Minuten. Ich habe dann nochmal Fensterscheiben ausprobiert und bin dann auf den Schluss gekommen, diese Fensterscheiben zu nehmen. weil ich habe hier kein Optifine drauf. Das gibt es für die 1.17 noch nicht. Von daher wären die Fenster so ziemlich schäbig aussehend. Und von daher habe ich. Und von daher habe ich dann sozusagen mich für durchsichtige Scheiben entschieden. Ich wollte ja eigentlich erst diese Folge Sandfarmen gehen. Jetzt würde ich aber sagen, nehmen wir die Fenster und setzen sie hin. Gut ist, man kann Barrier Blöcke im Survival-Modus hinsetzen, aber nicht wieder abbauen. Deswegen sollten wir aufpassen, dass wir uns nicht verbauen. Und wenn ihr wollt, dass ich, weil das ist ja auch so eine Art von Scheibe, dass ich irgendwie dann trotzdem einen Sandblock pro Glasblock weglege, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, da war jetzt schon, bin aber hier noch nicht, oder? Genau. Jetzt ist die Sicht sogar noch freier als bei Optifine. Und sehen so aus, als wären sie ultra krass geputzt worden. Weil sie einfach so durchsichtig sind. Ich sehe schon, es wird nicht reichen. Von daher muss ich gleich nochmal ein paar neue besorgen. 5 Stück habe ich. So, mit Pfeiltaste nach oben könnt ihr den zuletzt ausgewählten Command wieder nehmen. Das ist so, eine Taste nach oben, also Pfeiltaste nach oben einmal, ist dann dieser Befehl. 120, noch eine nach oben ist dann dieser Befehl. Ich würde mir jetzt 64 wollen. Die Zahl an Items habe ich 64 Area Blocks. Dann habe ich hier das. Und jetzt kann ich mit Pfeiltaste nach oben einmal 64 oder 128 oder einen mir holen.
braucht man das nicht immer den kompletten Command mal neu eintragen. Und im Survival-Modus werden auch nicht die nur das Icon nicht angezeigt. Also sonst wäre der Block, wenn er hier platziert ist, hätte der dieses rote Kreuz oder den roten Strich halt eigentlich als Symbol, damit man die sieht. Aber irgendwie hat. Oh, hier ist auch noch kein Stamm. Irgendwie ist das bei. Oh, das reicht schon wieder nicht. Oh Gott. Pfeiltaste nach oben und Enter. So, nochmal 64. Genau. Auf dem Thumbnail wird wahrscheinlich dann das mit Icons sein, wenn ich die Fenster als Thumbnail nehme. Damit man sieht, was ich meine. Und ich hatte es auch mal ausgetestet. Im Creative Mode verbaut man sich ständig irgendwie und hier habe ich mich kein Mal verbaut. Genau, die lege ich hier rein. Drei Erde können auch da rein. Mal gucken, kann man sie wieder paaren? Ja, kann man. So, ich würde mich heute ans Dach und erste Stock machen. Das. Ein bisschen Holz. Ein Holz sein. Ich würde sagen, ich hole mir hiervon zwei Stacks. Genau. Noch zwei Stacks. Und dann würde ich sagen, gehe ich hier mal hoch. Ach, okay, ich weiß noch, was ich machen muss. Also, dann doch nochmal ein Stack. So, drei Stacks. Und hier noch zwei Stacks von mitnehmen. Ich wollte nämlich erstmal wollte erstmal ja hier auch die Decke anziehen. Warum klickt denn der so oft? Ich klicke einmal und der klickt irgendwie zwei Blöcke hin. Und noch dazu verbaue ich mich. Oh Gott. Das kann ja was werden. Wenn es so anfängt. Wird schon wieder langsam Nacht. Es haut irgendwie nicht damit überein. Mache ich einfach mal von der Seite das so. Und dann mache das hier so. So. Gucken wir uns gleich an. Jetzt erstmal
schnell ins Bett. Jetzt was schleunigst. So. Es könnte sein, dass ich öfters unten im Erdgeschoss so durchs Fenster springen will und dann erst realisiere, dass da Barrier Blöcke sind. So. Dann kann jetzt die Decke reingezogen werden. So, da bin ich wieder. Ja. Was sind hier nicht zu? Gemacht worden. Seit wenn ich auf der. So. Da ging es runter. Vielleicht sollte ich die Folge auch so nennen wie die letzte.
kurz die ganzen falsch gebauten Blöcke abbauen. Da fehlt auch noch, ups, da fehlt es ja noch komplett. Mittlere Maustaste, also den Mausrad, wenn man das drückt, kann jetzt die Slabs, die im Inventar sind, kann man einfach auf eine Slab drücken und dann hat man sie im Inventar. Nochmal so ein kleiner Lifehack am Rande. So, Fackeln sind schon da fast komplett. Hier auch wieder Fackeln nehmen und so. 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 Und dann jetzt Ketten und Laternen, das sind viel zu wenige. Ein bisschen Nuggets machen. 12 erstmal und dann. Noch ein bisschen. So. Kann da rein. Irgendwo so einen kleinen Nugget. Und Chutney. Na ja, gut. Zwischen sind 4 Blöcke. Ja. Ups. Da habe ich wohl eine falsche in der Hand. Klong, klong. Rassel, rassel. Und ja, dann werden hier schon mal der. Ja, da war was. Das Lagerfeuer. So, und hier nochmal ein paar Sticks und ein bisschen Kohle. Mit Shift könnt ihr übrigens aus den Crafting Table reinschiften und auch wieder raus.
Und wenn ihr jetzt im Menü seid, könnt ihr es auch in die Bar, der Hotbar, was heißt, rein. Wie hieß das? In die Leiste hier unten auf jeden Fall reinschiffen. So, wenn man in einer Küste oder so ist, wäre es die ganze Zeit zwischen Küste und Inventar, diesen hier. Und her shiften. Nennt man es. Wollte erst durchs Fenster springen, mal wieder. Da ist jetzt ein Fenster. Und ein paar Leitern. Dürfte gleich genug sein. Und dann würde ich sagen, hier ist eine Lichtquelle, dann mache ich hier mal kurz. Müsste eigentlich gut jetzt ausgeleuchtet sein. Dann würde ich jetzt gucken. Hier wieder Stufen platziere. Dann daran halt Snaps. Oh, das Feld ist fast komplett ausgewachsen. Das Feld ist ausgewachsen. Fertig gewachsen, glaube ich, heißt es eher. Ausgewachsen sind zum Beispiel die Fische können auswachsen. Ausgewachsen sein. Und keine Felder, glaube ich. Da sind ja überall Katzen. Eins, zwei, drei, auf dieser Seite, oben und irgendwo, vielleicht hier auch noch, sind bestimmt auch noch mehrere. da oben ist eine Kuh, zwei Kühe, oh, und ich habe die hier, da war auch irgendwo eine Kuh, ne? Hätte ich im Nachhinein noch gesehen gehabt. Wir hätten gar nicht mal so weit laufen müssen. Aber somit habe ich dann endgültig herausgefunden, dass wir im Spawn-Plants-Biom hier sind. Also die zweite Folge, wenn ich woanders lang gelaufen wäre, hätte es die zweite Folge gar nicht so richtig gegeben, weil wir dann einfach sofort ein Dorf gefunden hätten. Und wenn ich sofort losgelaufen wäre in die andere Richtung und nicht. Also ich bin ja vom Spawn aus erstmal zu dieser Eisenhöhle da vorne irgendwo gelaufen. Wäre ich in die andere Richtung gelaufen, die gleiche Länge ungefähr, hätte ich das Dorf hier gesehen. Zumindest dieses Haus da von der anderen Seite gesehen. Dann hätte es sozusagen die erste und die zweite Folge nicht so, wären die nicht so gewesen, wie sie jetzt waren. Das Baseball-Video wäre dann zwei Folgen früher.
werde jetzt die Tage nochmal ein Tutorial raushauen, was über eine Multifunktionsfarm, also sozusagen wo man sozusagen automatisch einfach nur dastehen muss und dann werden automatisch halt die, wie man es von einer normalen Mob-Farm halt kennt, diese ganzen Sachen produziert und auch Disks, also diese Schallplatten. Und auch die und auch wenn man bei Gewitter, ich glaube Channeling Dreizack war es, dann auf den Creeper schießt, dann wird er ja zum also zum geladenen Creeper. Und wenn man den dann zündet, dann kann man da in dieser Farm auch Köpfe farmen sozusagen. Es geht dann halt nicht automatisch und immer, aber wenn Gewitter ist. Das denke ich mal sollte auch reichen, dann ist so. So, jetzt. Gerade mal gucken. Nein, so nicht. So, vielleicht sollte ich das Ganze. Moment, ich mache das alles ganz anders. Oder? Oh. Ich habe keine Blühtrappe, wollte ich nur mal gesagt haben. Huch. Ups. Ja, genau. Ich ändere nochmal ein bisschen. So, dann habe ich das hier. Ja, da. Ja gut, das sollte, glaube ich, sogar auch reichen. Ganz anderer Ton irgendwie als man das kennt. Nein, ich habe immer noch keine Ölytra. Könnt ihr ja nochmal jetzt in dieser Folge bitte ich euch darum, dass ihr erstmal in die Kommentare schreibt, ob ich mir, weil wir ja sowieso nicht bis ins erweiterte End spielen, dass ob ich mir dann einfach eine Ölytra holen soll oder nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Weil in dieser Welt werden wir definitiv nicht ins erweiterte End gehen. Und könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Also wir werden auf diesem Kanal höchstwahrscheinlich schon
also mehrere hundert Mal noch ins erweiterte End gehen. Aber in dieser 1.17 Survival-Welt würde ich das erstmal nicht machen. Elytra wäre wirklich einfach sowas von einfach. Okay. Hier sind Barrierblöcke. Ich habe immer noch keine Elytra. Ja, gut. Also schreibt es mal bitte gerne in die Kommentare. Guck mal, wir haben das ist der letzte Stein, den wir so noch haben. Fertig, genau. Dann geht's wieder in die andere Richtung. Dann wieder hier lang. Wieder hier entlang. Das wird ein echt großes Dach. Ich muss mir das mal gerade außen angucken. Also, das Dach ist einfach mal größer als das Haus. Wird gleich mal ab hier nochmal. Würde ab da noch mal kurz alles abreißen. Ja, das hoch, das da. So. Genau. Ja.
das Sound einfach mal. So. Würde ich sagen, brauche ich noch Holzsachen ab. Tada! Das ist einfach ein Tag liegen. Könnte sein, dass es eigentlich ein Bug ist. Mal versuchen. Ups. Baba. Schon wieder verbaut. Ja, das sieht schon mal ordentlicher aus. Würde ich gucken, dass ich hier irgendwie irgendwas einarbeite. Sind hier zwei Mitte. Hier ist es 1, 2, 3, 5, 6 Block. Moment mal. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 10, 11. Wenn ich mich nicht verzehre. Okay, das geht also nicht. Nein, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 2. Hier ist es halt ein bisschen niedriger. Hier unten sieht es noch etwas komisch aus. Ich würde jetzt einfach mal eins wegwerfen. Genau. So. Das. Nee, das sieht dennoch verrückt aus. So. Ich glaube, ich weiß, was hier so komisch aussieht. Ich habe jetzt gerade abgehört, ich kann es jetzt wieder aufhören. Oh, Leute. Die habe ich vergessen. Achso, ups. Ja.
weiße Form, das so komisch aussieht. Diese Stufe gehört ein nach unten. Wenn dann überhaupt. Da würden das so dran gehören. Ja, das sieht schon mal besser aus. So von, na gut, das würde etwas vors Grenz sagen. Auch nochmal das ganz tiefer setzen. Dann das drunter. Das dahin und auch wieder diese beiden wegwerfen. So. Ja. Ich würde sagen, das wäre es dann erstmal in den. Schreib gerne mal bitte in die Kommentare, ob ich eine Elytra holen soll. Dann denkt mich die wahrscheinlich wirklich mal selber um. So. Zwei neue Kühe. Das Kühe liegt ja auch noch rum. Genau. So, geht das nicht. Das kann weg. Das kann weg. Das. Da. So. 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 Dann. Würde ich sagen. Das war's dann erstmal mit dieser Folge. Ja. Das war's dann erstmal mit dieser Folge. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.